richtig komplizierten Antworten. Das Besondere hier ist, ihr bekommt jetzt vor jeder Frage in diesem Quiz von mir erklärt, wie ihr auf diese Frage antworten dürft. Am Ende gilt nur die Antwort der Person, die sie gemäß der gestellten Aufgabe, die ich zu jeder Frage habe, erledigt. Wer als erstes fertig ist, buzzert. Für die anderen heißt es aber nicht, jetzt muss ich nicht mehr weitermachen, sondern sollte die Antwort falsch sein, dann nehme ich den zweiten, den dritten, den vierten. Also so lange, bis wir jemanden haben. Das heißt, nicht aufhören, nur weil jemand gebuzzert hat, sondern durchziehen. Ich habe es nicht verstanden. Schon nicht. Also, es ist vielleicht leichter zu erklären, wenn ich auf diesen Buzzer hau. Oh mein Gott. Oh, ich hasse das. Wow. War das jetzt... So, Frage, das ist noch nicht die Frage. Alle wieder wach? Ja. Hoppala, was eine Sauerei. Die bekommen wir einfach nicht so weg. Dafür brauchen wir jetzt euch. Und in euch und diese Geräte, für die seid ihr jetzt verantwortlich. Hier kommen eure Kehrmaschinen. Sind eure Kehrmaschinen und das sind jetzt quasi eure Stifte. Ich bitte euch gleich rüber zu gehen und auf den Kehrmaschinen Platz zu nehmen und wenn ihr da drauf sitzt, ist die Aufgabe folgende. Ich stelle euch dann eine Frage und ihr müsst mit der Kehrmaschine die Antwort in den Dreck reinfahren. Ja? Geht einmal rüber und nehmt schon mal Platz. Ich habe keinen Führerschein, ne? Wie fährt man denn so ein Ding? Das ist egal. Habe ich auch nicht. Kann man die Probe fahren? Ich habe keinen Führerschein, kann die Fragen nicht beantworten, gar nichts. Genau einfach draufsetzen. Oh, ja, danke. Mann, ey. Baut mich auf. Kurt, du hast nie einen Führerschein gemacht. Nee, keine Zeit. Keine Zeit, wirklich? Also, hast du irgendwann? Ich bin ja gleich nach der 6. Klasse ab und dann auf dem Bau. Also wir machen es folgendermaßen. Ihr sitzt auf den Dingern. Ich stelle gleich eine Frage. Ihr fahrt mit diesen Kehrmaschinen die Antwort in den Dreck hier rein. Wichtig ist, wenn ihr eure Antwort hier reingefahren habt, drückt ihr nicht auf die Tröte oder so, sondern ihr steht auf und haut auf euren Buzzer. Können wir uns so rammen, sodass die umfallen? Na klar könnt ihr das machen. Das ist wie ein Autoscooter. Okay, super. Ja, also, wie viele funktionsfähige Kiemen hat ein Delfin? Ach, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich dachte... Und bitte. Keine Ahnung. Mach einfach. Wie viel was? Wie viele funktionsfähige Kiemen hat ein Delfin? Alter, ich muss das mal überlegen. Warte mal, stopp. Wie male ich denn jetzt? Scheiße. Hab ich das versäumt? Ja. Wir kriegen das jetzt wieder zurück. Brauchst du Hilfe? Kurt, brauchst du Hilfe? Während ihr überlegt, helfe ich Kurt. Ich weiß. Jetzt ist der Knopf abgegangen. Ich bin... Okay, warte, stopp. Hä, ist das Handy abgegangen? Okay, wir müssen eine kurze technische Unterbrechung machen. Ich gehe nach Hause, ich habe keinen Bock mehr. Ah, jetzt ist er wieder dran. Jetzt kannst du dich draufsetzen, jetzt geht's wieder. Guck mal, und wenn du rückwärts, dann leuchtet das Licht rückwärts. Ne? Moment, jetzt muss ich. Moment, stopp. Okay, wir laufen cool. Nicht Entschuldigung. Du musst die überhaupt anmachen? Ich gehe noch mal kurz darüber. Ja. Okay, dann bitte weiter. Aber Kurt ist wieder im Game. Okay. Tja. Oh Gott. Hallo. Jetzt bleibt man jetzt 12, wa? Scheiße. Hallo? Ach so. Okay. Oh Gott. Ja, schön. Also für die anderen, ihr bleibt stehen. Wenn ihr glaubt, ihr könnt weiter buzzern. Wenn ihr glaubt, die Antwort zu haben, buzzert bitte. Aber wie, das sieht doch nach nichts aus. Doch. Was soll das denn darstellen? Tommy hat als erstes gebuzzert und darf... Null Kiemen. Delfin hat null Kiemen. Delfin hat... Das ist eindeutig... Eindeutig eine Null. Das ist richtig. Ja. Ein Punkt.
Delfine sind Säugetiere. Das heißt, die atmen ganz normal wie Menschen über eine Lunge. Das heißt, die müssen an die Wasseroberfläche, um Luft zu holen. Ja. Das war jetzt das. Lieben Dank fürs Abfahren der Kehrmaschinen. Pass auf, ist kaputt, das Ding. Kurz, bei dir hatte ich kurz Angst, dass wir da kein Airbag reingebaut haben. Ich dachte, ich soll den Delfin malen. Ja. Deswegen. Also, jetzt habt ihr Folgendes. Ihr solltet alle eure Handys mit in die Sendung bringen, richtig? Ja. Ich stelle euch jetzt gleich eine Frage. Und die Antwort dieser Frage ist ein Land. Ihr müsst... Nina beantwortet kurz noch ein paar WhatsApp-Nachrichten. Nö, nee, läuft okay für mich. Ich bin gerade auf Platz 2 und er redet gerade. Ich sollte da kurz zuhören, weil... Sorry. Hast du wirklich gerade eine Antwort geschrieben? Was? Nein. Ja, sehr gut. Ja, also, die Antwort, die ich gleich brauche auf die Frage, ist ein Land. Und ihr müsst eine Person, wichtig, in diesem Land anrufen. Und die Person muss euch sagen, in welchem Land sie ist. Also die Antwort gibt quasi die Person am anderen Ende. Oh Mann. Ey. Und jetzt, du hast ein Mikrofon an, das haben wir gehört. In welchem Land, das ist die Frage, wohnen die beiden Kinderbuchfiguren Patterson und Findus? Jetzt einfach. Warte, man muss jetzt jemanden anrufen. Sobald ihr jemanden in der Leitung habt, dürft ihr buzzern. Dann wissen wir, dass das quasi... Und diese Person soll das Land sagen. Richtig, die muss aber auch in dem Land sein. Oh Gott. Mamilein. Auf laut. Oh, ja. Oh, ja. Liebes Mamileinchen, du bist gerade im Fernsehen. Hast du Schande. In welchem Land bist du gerade? Deutschland. Dankeschön. Bitte? In? Deutschland. Ach, du weißt die Antwort nicht. Gut. Ach so. Da kann man ganz liebe Grüße an deine Mami. Gut. Hallo, da ist der Joko. Ihre Tochter ist ja heute bei mir in der Sendung. Ich wollte nur kurz die Gelegenheit nutzen und Hallo sagen und sagen, dass Sie eine ganz tolle Tochter haben. Sehr gerne. Lassen Sie gut gehen. Ich habe das Gefühl, sie kommt schnell nach Hause. Bis da. Okay, also das ist leider falsch. Deutschland ist Mann, nicht ey. Richtig. Keine Ahnung. Und ich dachte gerade schon so, was ein Zufall, dass deine Mutter in diesem Land ist. Bis ich gecheckt habe, du hast gar keine Ahnung. Ich hab echt okay. nicht. Scheiße, warte. Lautsprecher dann. Also, in welchem Land wohnen die beiden Kinderbuchfiguren Patterson und Findus? Halt mal so ans Mikro. Mikro ist da oben an. Nee, hier an deinem. Nee, nicht an deinem Ohr. Ja. Auf Lautsprecher hast du? Hören wir das? Okay. Keiner ran. Bei Tommy können wir nochmal das Licht ausmachen. Hä? Aber wieso ist das so leise? Oh, ich bin so dumm. Und auch erst buzzern bitte, wenn jemand an der Strippe ist. Also wenn jemand sorry. Abgehoben hat. Alles gut. Muss ich nicht entschuldigen. Das ist nett, aber ist okay. Hi, Nina is my name. Sorry, in which country are you right now? In Sweden. In Sweden, thank you. Thank you so much, bye. Genau so funktioniert's. Korrekt, Nina, ein Punkt, Schweden. Patterson und Findus kommen aus Schweden. Wen hast du denn angerufen? Ein italienisches Restaurant. Einfach. Ich habe erst bei McDonald's angerufen. Ich auch. Aber das ist keiner angegangen. Ist keiner kurz besetzt, weil du angerufen hast. Ne? Aber weil es da nur einen McDonald's gibt. Ja, bei dem ersten. Ich auch. Habt ihr nicht? Habt ihr bei der gleichen Nummer angerufen? Warte mal ganz kurz. Naja, habt ihr die gleiche Nummer gewählt? Nein, die erste Nummer. Ich weiß jetzt nicht. Warte mal. 46824. Aber da war was anders. Ich habe noch bei Starbucks. Warte mal, 820? Das ist die doch. Ach so, ja. 196. Ihr habt die gleiche Nummer angerufen. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Geil. Wen hast du angerufen? Oder wo hast du versucht? Das gibt's doch nicht. Ich wollte. An McDonald's. McDonald's. Ich wollte Botschaft anrufen. Oh. Boah. Was du wolltest die schwedische Botschaft wollte anrufen. Oha. Alter. Wir kennen da Leute.
Aber haben die nicht schon Feierabend? In Deutschland. Die machen da lange. Bis, ja, glaube ich auch. Bis nach Mittag. Gerade sonntags sind die sehr lange immer da. Jetzt braucht ihr gleich das Publikum. So, und die Antwort müsst ihr mit dem Publikum auf den Boden legen. Natürlich. Okay. Gut, dann ist hier meine Frage. Mit dem Ende der Fragestellung dürft ihr loslaufen und aus dem Publikum euch Leute holen, die ihr auf dem Boden drapiert. Fahren wir denn mit dem Wagen noch mal über die Leute rüber, oder? Gucken wir mal. Frage ist, wie heißt die Landeswährung in Japan? Ihr drei. Ihr beiden. Du noch, bitte. Das wäre super. So, kannst du dich so hinlegen wie ein I? Wie ein I hinlegen? Hier, erstmal J. Leg dich hin. Jetzt die Arme so, hinlegen. Warte. So. Da sind meine Leute hier. Komm mal hier. Hier für das J. Und hier noch so ein Dings, so ein U, so eine Dings. Ich brauche noch mehr Leute. Komm mal her. Jetzt machen wir. Hallo. Cool, dann. Irgendwie drei hierher. An sie so dran. Hier drei kommen. Will noch jemand kommen? Super, danke schön. An den Füßen noch hin. Dann hier oben schräg hin, bitte. Du machst gerade das gut aus. Hier ein E, zack, einmal gerade. Dann, wir brauchen hier noch jemanden. Vier. Zack, einer ran. Ja, genau, vier. Und jetzt, und noch eine, bitte. Einmal bitte. Wer sind denn das hier? Dankeschön. Zack, okay. Ich kann noch hier haben wir ein E. Und jetzt hier noch ein E, zack. Und hier, noch einen schräg und zack. Und zack. Und so, nee, warte mal. Hier, so, so. Okay. Schön, danke. Huh, wird das so geschrieben? Ich weiß es nicht. Guck mal, liegt schon mal hier. Scheiße. Nina, welches ist deins? Und dann hier. Du sagst die Lösung. Zeig mir noch mal ganz kurz, welche deine sind. Wir gucken einmal dann von oben drauf. Das hätte ich gebrauchen. Da außen sind sie. Wir gucken einmal von oben drauf. Ich verschaffe mir mal einen Blick hier. Da müsst ihr mir jetzt bitte einmal kurz genau mit der Kamera helfen. Ihr seid super. Ich bin gerade etwas irritiert, wo ich da anfangen soll bei Nina. Ich finde, es liegt im Auge des Betrachters. Absolut. Wir haben hier ein Y. Wunderschön gelegt von drei Personas. Mhm. Dann hier haben wir das E. Da ist der Strich zum E. Hier sind die drei weiteren Striche. Und hier haben wir das N. Und diese Person liegt hier ganz fein, um uns noch einfach noch ein bisschen mehr Kraft zu schenken. Okay. Okay. Es ist richtig. Nina, dein Punkt. Dankeschön, Leute. Dankeschön. Die Landeswehr, vielen Dank auch an alle, die mitgemacht haben vom Publikum. Dankeschön. Da ist nur ein Flitter. Dankeschön. Komm vor. Danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Punkt für Nina. Jen ist richtig. Danke. Also, die nächste Antwort, die ich von euch brauche, ist in einem Snackautomaten. Der steht am Hauptbahnhof in Berlin. Ach so. Nein, der Snackautomat steht hinter diesem Vorhang. Da steht irgendwo in diesen Redaktionsräumen ein Snackautomat. Und in dem Snackautomat ist ein Produkt mit der Antwort. Und das bringt ihr bitte mit. Die Frage, die ich euch dafür stelle, damit ihr wisst, was ihr mitbringen müsst, ist, wie nennt man die Bahn, auf der sich ein Planet um die Sonne bewegt? Oh. Die Bahn? Die Bahn. Geil, sind wir hier falsch? Ganz falsch! Oh. Hier, warte. Nee. Hä? Jetzt Grafik. Chantiel. Oh Gott. Hey, du musst das Produkt mitbringen. Nein! Ihr müsst das Produkt mitbringen! Oh. Bitte! Oh. Ich hab nur. Lass mich. Ich hab kein Geld. Machen wir es denn? Nur Zehner. Scheiße, okay. Hä? Ich hab doch kein Geld. Wie muss euch das ihr geben? Geld? Ihr Geld? Tommy! Ich, haben wir jetzt Geld? Weder die in die Fernsehgeschichte eingeben.
Franz Butcher, Nina Tuba, Tommy Schmitz, Kurt Krömer und Janiel stehen vom Snackautomaten. Mitten in einer Sendung zur besten Sendezeit auf ProSieben. Ja, er hat schon, aber er hat das Geld jetzt mitgenommen. Hast du Geld? Was ist mit euch? Ah. Tommy hat folgende Antwort mitgebracht. Da sieht man aber die Brücken. Da sieht man aber die Brücken. Hast du da einen Fuffi reingesteckt? Bitte? Hast du einen Fuffi? Nee, ein Mitarbeiter hatte nur einen Fuffi. Ja, klar. Die Florida-Leute. Orbit, oder? Orbit ist die richtige Antwort. Scheiße! Das ist dein Punkt. Wir hätten die Scheibe einschlagen sollen. Wo sind wir denn hier? Könnt ihr mich hören? Immer der Stimme nach. Kann man noch gewinnen? Nee, man kann nicht mehr gewinnen. Was? Man kann nicht mehr gewinnen. Aber sorry. Sehr guter Einsatz von euch allen. Tommy war am schnellsten. Und Skittles! Skittles wäre die falsche Antwort gewesen. Aber hättest du welche mitgebracht, hätte ich mir welche genommen. Hier kommt eine Frage, die ihr beantworten müsst. Und dafür bekommt ihr diese Hilfen. Schaut mal. Das sind so Golf-Putt-Greens, die man sonst so aus Büros kennt. Und ihr müsst mit dem Stift, der in der Kiste für die Golfbälle mit dabei liegt, die Antwort auf den Golfball schreiben. Dann müsst ihr den Golfball auf das Grün legen und dann in eins der Löcher putten. Und wenn es dann drin ist, dann dürft ihr als erstes antworten. Okay? Gut, dann kommt hier die Frage. Welcher deutsch-britische Ex-Broses-Sänger wurde 2008 Dschungelkönig? Ich weiß, das ist ja geil. Das ist jetzt kommt meine Zeit. Egal in welcher. Egal. Grün, rot oder grün? Ist drin? Ist er drin? In rot? In rot? Ist egal, Entschuldigung. Was hast du geschrieben? Ross Anthony. Ross Anthony? Ich habe sogar einen Song von ihm in meiner Playlist. Bitte? Ich habe Fieber. Mein Kopf dreht sich immer wieder. Hier steht Ross Anthony. Das ist dein Punkt. Abgeliefert. Boah! Das habt ihr nicht gesehen. Hat das jemand gesehen? Nein. Das hat keiner gesehen. Ich habe den hier reinfallen lassen. Der ist hochgesprungen und in das andere Loch zurück. Ja, klar. Wo sind die Kameras, wenn ich genial bin? Was heißt hier? Hast du nicht gesehen? Ist das jetzt so eine Sendung, so, wenn es keiner gesehen hat, ist es nicht passiert? Hat es einer von Ihnen gesehen? Hat es irgendwer? Ja, keiner hat es gesehen. Keiner hat es gesehen. Keiner hat es gesehen. Aber schöne Geschichte. Super. Okay. Habt ihr es gesehen? Habt ihr auch nicht gesehen? Freunde, mache ich jetzt einfach mal so. Das war kompliziert. Das waren die unnötig komplizierten Antworten. Wenn ihr Bock habt, eine ganze Folge zu sehen, haben wir uns darauf vorbereitet. Wir haben in die Beschreibung einen Link reingepackt. Da müsst ihr einfach draufklicken. Viel Spaß!